Also der Grund für diese Veranstaltung, wir wollten für die islamisch-schiitische Gemeinde veranschaulichen, dass die Inhalte, die wir haben, sind letztendlich außerhalb unserer Herkunftsländer, sondern wir sind letztendlich Muslime in erster Linie und als zweite Linie sind wir Schiiten. Und mit dieser Veranstaltung wollten wir das auch verdeutlichen und Alhamdulillah ist auch diese Veranstaltung sehr gut gelungen, dass wir, wenn Sie sich jetzt hier umsehen, sehen Sie sogleich Araber als Türken, als Iraner, als Afghanen. Und das Einzige, was sie verbinden, ist der Islam. Das sind nur deutschsprachige Literatur und die versuchen wir an die Schiiten in Deutschland näher ranzubringen und damit sie auch islamische, schiitische Literatur auch in deutscher Sprache lesen können. Wir sind das Waisenkinderprojekt des Libanons und wir sind für Sammelspenden und Patenschaften für die Waisenkinder im Libanon. Also wir sind die L1 Waisenkinderstiftung für Irak und wir versuchen Spender zu gewinnen, auch Leute, die ein Patenkind annehmen würden. Man kann das innerhalb von einer normalen Patenschaft machen oder halt von regelmäßigen Spenden. Wie lange gibt es diese Organisation schon, Bruder? Die gibt es in Deutschland erst seit ein paar Monaten. In Irak schon mehr als ungefähr 18 Jahren. Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um eine Ghadir Khum-Veranstaltung und hier wird entsprechend die Wilayat Imam Alis gefeiert mit allen Schiiten aus verschiedenen Städten Deutschlands zusammen in deutscher Sprache. Unser Fest, was wir hier veranstalten, dient erstmal zur Gemeinschaft, weil die auch von der IGS veranstaltet wird, ist der Dachverband der Schiiten. Aber wir versuchen auch, die Gemeinden alle zusammenzutrommeln und unter einem Dach zu bringen. Da denke ich, dass insbesondere unsere hiesige Zusammenkunft sozusagen zum einen unsere innere schiitische Einheit demonstriert, unseren vereinten Willen, den wunderbaren, wunderschönen, wahren Charakter und den Vorrang Ali ibn Abi Talibs in dieses Land zu tragen, den Menschen bekannt zu machen, zugänglich zu machen und alle Sympathie auf unseren Imam zu lenken. Es ist für uns eine Pflicht, solche Veranstaltungen stattfinden zu lassen, um die Menschen, nämlich wie gesagt, den Kern des Islams rüberzubringen. بحث‌هایی بوده که از ملیت‌های مختلف نقل شد اما اونی که خیلی برام جالب بود حضور پررنگ جوان‌های شیعی بوده از ملیت‌های مختلف که ما باید این رو قدردان باشیم. Ich finde, dass wir heute eine schöne Veranstaltung diesbezüglich veranstaltet haben oder auch gefeiert haben und inshallah wird es nächstes Jahr noch besser, noch größer und schöner werden. Ich finde es wichtig, dass wir Schiiten eine große Anzahl uns hier versammeln, damit wir wissen, damit die Jugendlichen auch verstehen, dass wir eine Einheit sind, dass wir eine gemeinsame Gemeinschaft bilden. Und um diese Anzahl zu vergrößern, dachte ich mir, es wäre von Sinn, hierher zu kommen. Ich finde es sehr schön, dass die Jugend das heute vorbereitet hat, denn wenn ich sehe, was die Jugend heute auf die Beine gestellt hat, dann sehe ich die Zukunft der schiitischen Gemeinde in sicheren Händen. Solche Veranstaltungen, wenn sie groß gemacht werden, viele Menschen erreichen, können wir diesen Weg gehen. Dass wir uns nach außen auch präsentieren können, dass wir aber auch zeigen, wir können etwas. Wir haben etwas zu sagen über unsere Religion, mithilfe unserer Religion, sei es diese Projekte, die wir heute ausgezeichnet haben, auf akademischem Bereich oder soziale Projekte, wo wir uns für Menschen auch einsetzen und dafür, dass Menschen auch den Islam besser kennenlernen. Unsere Religion auch wissenschaftlich zu präsentieren, so wie die Schwester, die heute gewonnen hat. Sie hat über Imam Ali geschrieben, an einer deutschen Universität. Ein Dozent, der vom Islam nichts kennt, der Imam Ali a.s. nicht kennt, liest so eine Arbeit. Und allein schon, dass er es liest und dass er vielleicht nur aus einem Satz lernt, ist schon ein Gewinn für den Islam. Alhamdulillah, es war ein sehr großer Erfolg. Ich bin Gott dankbar dafür, dass wirklich so viele Menschen gekommen sind aus ganz Deutschland, aus den verschiedensten Ecken Deutschlands, sind die Schiiten nach Mainz gekommen und haben gemeinsam gefeiert das große Fest der Schiiten, das große Fest der Menschheit an dem Tag, wo unsere Religion vervollständigt wurde. Die Nachricht geht raus an alle Schiiten, jugendlich, nicht jugendlich, alt, jung, reich, arm, alle sozialen Schichten. Die Schiiten sind eins, vereint durch die IGS und wir setzen uns dafür ein, dass die Werte der Ahlul Bayt in Deutschland, in der Gesellschaft, in der Politik zwischen uns selber gewürdigt werden und vertreten werden.
Thank you.